Hallo, wir sind hier im Pinzgau in Neukirchen am Wildkogel. Wir haben perfekte Startwiesen nach Süd, ganz ideal geneigt. Einen schönen großen Landeplatz neben den Tennisplätzen. Ein schöner Badesee ist dabei. Das Pinzgau ist eins der besten Thermik- und Streckenfluggebiete in den Alpen. Und wir wünschen euch viel Spaß hier im Pinzgau, gewaltige Aussichten auf den Alpenhauptkamm. Gleich gegenüber vom Startplatz ist der Großvenediger. Hinter mir geht's ins Zillertal über den Gerlospass. Die andere Richtung geht's nach Zell am See an die Schmittenhöhe. Viel Spaß hier. Schauen wir uns zuerst das Tal an. Nach Osten geht's in den berühmten Pinzgau zur Schmittenhöhe bei Zell am See. Am Fuß des Wildkogels liegt Neukirchen auf 850 Meter Höhe. Wenn man nun nach Westen guckt, sieht man den Gerlospass. Mit der Bergbahn geht es zügig auf 2100 Meter hinauf. Es stehen damit 1250 Meter zur Thermiksuche zur Verfügung. Es gibt mehrere Startmöglichkeiten. Der schöne, flach geneigte Hauptstartplatz ist nach Süden ausgerichtet. Er liegt direkt vor dem Bergrestaurant. Bei wenig Wind muss man recht schnell laufen. Bei leichtem Seitenwind gibt es keine Probleme. Bei West- oder Ostwind-Tendenz geht man zu den anderen Startplätzen, die auf der Karte zu sehen sind. Der Wildkogel ist nicht hoch genug, um den in Hochdrucklagen manchmal recht stark werdenden bayerischen Wind, der aus Norden weht, aufzuhalten. An solchen Tagen sollte man vor 12 Uhr in der Luft sein, bevor der Wind von hinten kommt. Wenn es Wolkenthermik gibt, kann man an den Cumuluswolken oft erkennen, ob der bayerische rüberdrückt oder nicht. Verschwinden plötzlich die Wolken auf den Südflanken vom Gerlos bis zum Pinzgau, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit alles im starken Lee. Nun wird nur noch auf der südlichen Talseite, also auf den Nordhängen, geflogen. Gute Wetterlagen zum Thermikfliegen sind alle Lagen mit Ausnahme von Nordwind. Dann kommt der Wind am Startplatz schnell von hinten. Leichte Nord- bis Nordostlagen bringen zwar starke Thermik, sind aber oft turbulent. Reine Ostlagen sind leider oft stark thermisch und für Einsteiger nur in der Früh geeignet. Südlagen sind okay, aber die Basis ist oft tief und die Thermik gedämpft, was aber jetzt für wenig Flieger gut ist. Die Thermik ist oft durch Wolken markiert, wobei die stärksten Thermiken im Gipfelbereich aufsteigen. Im Bild sieht man den Hausbart des Wildkogels. Morgens geht die Thermik eher links und nachmittags eher rechts der Rippe hoch. An anderen Rippen stehen aber auch Bärte und wenn man tief kommt, stehen auch schwächere Bärte an den unteren Kuppen.
Wenn man etwas Höhe gemacht hat, fliegt man weiter Richtung Gipfel zu den stärkeren Ablösungen. Im Bild ist die Cumuluswolke, die zum Hausbad über der Bergstation der Seilbahn gehört, zu sehen. Auch wenn man auf halbe Höhe heruntergesunken ist, ist es noch nicht zu spät, um wieder aufzusteigen. Das Gelände ist optimal für Thermik- und Streckenflugeinsteiger. Die größte Gefahr hier ist bei labilen Wetterlagen die starke turbulente Thermik und bei Nordlagen das Lee, das sich auf den Südflanken nachmittags bildet. Der Talwind weht als Ostwind bis zum Gerlospass. Westlich vom Pass weht allerdings ein Westwind, der aus dem Zillertal zum Gerlos weht. Durch die Breite des Tals ist die Talwindstärke selten kritisch. Bei Ostlagen kann er aber recht stark werden. Ein starker Nordwind weht fast immer über den Passturn ins Pinzgau hinein. Beim Streckenfliegen Richtung Westen folgt man dem Talverlauf. Man fliegt von Gipfel zu Gipfel. Am Gerlospass steigt der Talboden stark an. Hier unbedingt so hoch wie möglich fliegen. Erlaubt sind 2900 Meter und bei Freigabe des Segelflugsektors sogar 3810 Meter. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in guten Streckenflugtagen diese Freigabe immer erteilt ist. Natürlich ist aber jeder Pilot selbst dafür verantwortlich, sich darum zu kümmern, ob es so ist. Beim Flug nach Osten fliegt man zuerst zur Resterhöhe, der Berg vor den Passturen. Dort dreht man unbedingt so hoch auf, wie es geht, bevor man quert. Wenn man auf der anderen Talseite aufdrehen kann, hat man jetzt relativ leichte 25 Kilometer bis zur Schmittenhöhe vor sich. Dieser Abschnitt ist der berühmte Pinzgauer Spaziergang. Wenn es nicht klappt und man sinkt in den Passturenwind hinein, wird sofort die Seite gewechselt und bei Hollersbach wieder hochgesort. Nun kann man auf der südlichen Talseite den Pinzgau hoch und runter fliegen. Dabei nutzt man die Thermik oberhalb des Talwindes, die aus den nachmittags angestrahlten Westflanken aufsteigt. Sinkt man in den Talwind, wird er auf der Nord- bis Nordostflanke jeden Berges geflogen. Der Landeplatz in Neukirchen ist einfach zu finden. Er ist direkt neben den Tennisplätzen südlich der Hauptstraße. Der Badesee mit freiem Eintritt und die Bergbahn sind nicht weit entfernt. Der Platz selbst ist riesig, hindernis- und turbulenzfrei angeströmt. Die vielen Hochspannungsleitungen des Pinzgau sind weit entfernt. Manche landen unerlaubterweise auch auf dem Fußballplatz. Zum Startplatz in Hollersbach kommt man, indem man in Hollersbach der Straße zum Berghof folgt. 350 Höhenmeter geht es circa hinauf. Hier kann man auch top landen.
Die Startkarte bekommt man im Berghof, wo man auch das Auto parkt. Hollersbach liegt genau gegenüber den Pastoren. Bei den Aufnahmen war leider kein Nordwind, aber normalerweise ist es ein tolles Abendfluggebiet. Perfekt zum Soaren, nachmittags kann man auch thermisch aufdrehen. Dazu soart man so hoch es geht und fliegt dann auf die Nordwestrippe des Berges. Der Landeplatz ist auf der Wiese in der Nähe des Badesees.